In diesem Video möchte ich euch einige Dinge zeigen, die mir den Umgang mit Churches leichter machen, vor allem in Bezug auf dieses Problem, dass App- und Browser-Versionen von ChurchTools nicht identisch sind. Bei der Umfrage, die ich gemacht habe bei uns in der Gemeinde, so einfach ein paar Mitarbeiter gefragt, da kam immer wieder dieser Punkt, dass die App und die Browser-Version nicht identisch sind. Das kommt erstmal daher, dass die eben zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden sind und zuerst die Web-Version da war und dann die App irgendwann dazu kam. Und die passen sich jetzt auch, finde ich, langsam mehr und mehr an. Also in der App sind immer mehr Funktionen auch zugänglich und das ist richtig gut. Trotzdem gibt es einige Sachen, die jetzt eben das erleichtern, wenn man die weiß. Erstmal ist es absolut sinnvoll, die App zu installieren und auch so Push-Up-Benachrichtigungen zu aktivieren, damit man einfach mitkriegt, wenn zum Beispiel eine Nachricht kommt oder so. Das ist ganz wichtig. Weil die App funktioniert vor allem dann gut, wenn darüber Leute schnell reagieren. Also sowohl auf Dienstanfragen als auch auf Nachrichten im Chat als auch bei anderen Dingen. Vielleicht fragst du dich jetzt überhaupt erstmal, wie bekomme ich überhaupt diese App? Woher habe ich die? Dann nimmst du dein Smartphone, gehst in den Play Store und da kannst du dann mal suchen nach ChurchTools App. Einfach eintippen, bei mir kommt es hier auch schon, und dann kannst du es hier installieren, wo bei mir öffnen steht. Wenn du das gemacht hast, dann musst du deine App erstmal verbinden mit deiner Webversion. Das wird dann alles erklärt, wenn du die App öffnest. Du kannst es am einfachsten über einen QR-Code machen, indem du dich dann zum Beispiel am PC oder auch, also ja, am PC anmeldest und dann dort einen QR-Code scannst. Geht aber auch anders. Wenn ihr jetzt hier in der App seid, dann kommt ihr natürlich erstmal auf die Startseite und da seht ihr verschiedene Sachen, die einfach euch persönlich betreffen, vor allem zum Beispiel angenommene Dienste. Ihr seht dann weiter unten auch sowas wie Geburtstage oder verschiedene Gruppen, in denen ihr sein könnt. Und eine Funktion, wie ich die App gerne und auch viel nutze, ist, die Abläufe dazu haben. Und da kann ich jetzt, wenn ich einen Dienst habe bei dem Event, kann ich hier direkt drauf und dann bin ich auf dieser Seite, wo mir eben die Infos zum Event angezeigt werden. Und hier seht ihr jetzt schon ganz oben Ablaufplan. Und es ist deswegen super, weil ich da immer den aktuellen Ablaufplan habe. Das heißt, ich muss mir vor einem Event, wie jetzt hier vor einem Gottesdienst, nicht den Ablauf ausdrucken, sondern ich kann einfach in der App reingucken und habe dann auf jeden Fall den aktuellen. Denn es kommt immer wieder vor, dass Abläufe doch nochmal spontan geändert werden, einzelne Dinge sich ändern oder nochmal eine Information dazukommt. Und dann ist es absolut wichtig, dass man hier den aktuellen Ablauf hat und man muss dann nichts neu ausdrucken. Ich kann jetzt hier in dem Ablauf eben so ein bisschen mehrere Punkte auf einmal sehen, mit den verschiedenen Überschriften und dann den Punkten, die dazugehören. Und ich kann aber auch auf einen Punkt drauf, hier zum Beispiel Mitarbeiterlobpreis Lied 2, dann sehe ich die Informationen zu diesem einen konkreten Punkt und kann hier unten zum nächsten Punkt weiter oder eben zurück. Ich sehe jetzt hier nach dem Mitarbeiterlobpreis Besprechung leiten, ist meine Aufgabe. Und hier habe ich mir jetzt Informationen reingeschrieben in den Ablauf, in die Programmspalte. Und das kann ich jetzt hier als Anmerkung lesen. Das heißt, ich kann dann mit der App auch durch ein Event zum Beispiel moderieren, wenn ich mir hier die Infos reinschreibe. Dann sehe ich jetzt hier die Infos, das, was ich nochmal sagen möchte, was ich hinweisen möchte. Und sobald ich durch bin mit dem Punkt, sehe ich auch unten rechts schon, was der nächste Punkt ist. Also ich weiß dann auch, was jetzt kommt und kann dann auch weiter zum nächsten Punkt. Diese Funktion ist super hilfreich und das finde ich absolutes Plus an der App, dass ich immer den aktuellen Ablauf dabei habe und mir nichts ausdrucken muss. Ich sehe hier auch, wer beteiligt ist an diesem Event, wer was macht. Und ihr seht jetzt, hier sind auch noch einzelne Dienste eben frei. Und da kann ich mich auch selber eintragen. Das ist momentan meiner Meinung nach noch ein Nachteil, dass ich jetzt hier nur mich selber eintragen kann. Ich würde hier gerne auch noch andere Leute eintragen können, das geht aktuell aber noch nicht. Was mache ich jetzt, wenn ich jemand anders eintragen möchte? Ich finde es hilfreich, also wenn man jetzt gerade nicht an einem PC sitzt oder einem Laptop oder so, dann kann man einfach hier über Einstellungen unten rechts die ChurchTools Web-Version aufrufen. Und damit bin ich dann direkt in der Browser-Version eingeloggt. Das ist am Smartphone zwar ein bisschen unübersichtlich, aber ich kann mich gut dadurch navigieren und dann trotzdem eine andere Person eintragen. Das heißt, wenn ich gerade keinen PC zur Hand habe, aber am Smartphone bin und irgendwas in der Browser-Version eintragen muss, dann gebe ich das nicht extra irgendwie in den Browser ein, sondern gehe ich in die App
und gehe über Einstellungen und öffne dann da die Webversion und kann dann damit schnell und gut auch die Sachen machen, die in der App eben gerade noch nicht gehen. Ein ganz wichtiger Punkt in der App, den man einfach wissen sollte, ist dieses Entdecken. Damit kommt man, finde ich, am ehesten dahin, was so die Gemeindemodule in dem Menü 1 sind bei Church Tools, also das mit der Liste, also Personen und Gruppen oder Gemeindeveranstaltungen oder solche Sachen. Hier habe ich einen Teil davon auch in der App. Und da, wie gesagt, eben die Events finde ich super wichtig, wegen den Abläufen, wo ich da reingucken kann. Und wir bereiten zum Beispiel auch die KGR-Sitzung mit Church Tools vor, das heißt, der Ablauf ist auch hier hinterlegt. Das heißt, auch in der Sitzung kann ich dann in der App einfach reingucken, habe den Ablaufplan schon mit dabei und der ist auf jeden Fall aktuell. Was hier auch super nützlich ist für Gruppen, ist das Thema Songs. Wenn ich jetzt in einer Gruppe bin, wo ich keinen Beamer habe, aber was gemeinsam singen will, dann kann ich hier in die Songs rein und kann dann, also wenn jetzt ein Großteil der Gruppe die Churches App installiert hat, können die Leute in die Songs rein. Die müssen natürlich dazu berechtigt sein, aber das kann man ja einstellen. Und dann kann man hier eben sich ein Lied raussuchen und wenn eben die Dateien hinterlegt sind, wie jetzt hier zum Beispiel die PDF, dann kann ich auch jetzt hier direkt in die PDF reingucken und kann dann damit singen, kann damit Gitarre spielen, was auch immer. Das heißt, über Church Tools und die Church Tools App kann man auch mal spontan irgendwo Lieder singen und hat immer gleich die Akkorde und die Texte parat. Man kann damit auch, man kann auch Lieder lernen, kann man Lieder markieren, die man lernen möchte und hat es dann auch in der App. Ist für einen persönlich vielleicht dann auch ganz interessant. Weitere wichtige Funktionen in der App, die gut funktionieren, ist eben noch das Wiki. Da kann ich die ganzen Seiten, die im Gemeindewiki drin sind, angucken. Und da wäre jetzt bei uns der Bereich Technik sowas, wo hier einfach nochmal Informationen sind zu den verschiedenen Diensten. Und da kann ich auch Checklisten hinterlegen und die kann ich dann durchgehen. Also wenn ich jetzt die Checkliste Kamera angucke, sind hier einfach viele Fragen, die man nochmal durchgehen kann, wo man nochmal gucken kann, habe ich das gemacht, ja oder nein? Kann man so durchgehen und dann vergisst man weniger Sachen. Auch Anleitungen sind hinterlegt, also wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, hey, wie funktioniert es mit dem Tonmischpult, aber ich jetzt irgendein Video abspielen will mit Ton und dazu brauche ich das Tonmischpult, kann ich im Church-Wiki reingucken. Wenn ich Internet habe, habe ich darauf Zugriff und dann funktioniert es auch. Ist also eine sehr hilfreiche Plattform für Informationen aller Art und umso besser das gepflegt ist, umso besser kann man damit dann schnell auch Probleme lösen, die irgendwie irgendwo auftreten. Was jetzt in der App noch nicht da ist, ist der Kalender. Und das ist natürlich schade, weil man will ja oft am Handy mal kurz was nachgucken und das sind oft Termine. Die Kalenderfunktion wird aber bald kommen, da braucht es einfach noch ein bisschen Geduld. Wenn ich jetzt Personen kontaktieren will, kann ich noch auf Personen. Das werde ich jetzt aber wegen den Informationen, die man dann sieht, eben nicht machen. Aber da könnt ihr Personen raussuchen, könnt sie dann entweder im Church Tools Chat kontaktieren oder wenn irgendwie Kontaktdaten hinterlegt sind, die für euch auch einsichtig sind, könnt ihr natürlich die auch einfach nutzen. Weiterer wichtiger Punkt in der App ist natürlich der Chat. Da kann man eben für verschiedene Events chatten, man kann mit einzelnen Personen schreiben, man kann einfach in Gruppen sich austauschen. Wie gesagt, dafür ist es absolut zentral, dass viele Leute die App installiert haben und dass eben diese Push-Up-Benachrichtigungen aktiviert sind, weil ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann sehen Leute zu spät, dass sie eine Nachricht bekommen haben, reagieren nicht drauf und dann ist es irgendwie frustrierend. Was super hilfreich ist, ist, wenn diese Push-Up-Benachrichtigungen aktiviert sind. Und vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, okay, wo kann ich das machen? Das geht nicht in der Church Tools App, sondern eben auf deinem Smartphone. Du kannst über Einstellungen, Apps und Benachrichtigungen und dann kannst du dir eben alle Apps zum Beispiel anzeigen lassen zur Church Tools App und da kannst du dann unter Benachrichtigungen entscheiden, welche Benachrichtigungen du bekommst. Und da ist es eben gut, wenn die Push-Up-Benachrichtigungen aktiviert sind. Wenn es dir nichts ausmacht, aktiviere einfach alles, dann funktioniert es gut. Wichtig ist eben, dass wenn du eine Dienstanfrage bekommst oder wenn du eine Nachricht bekommst im Chat, dass du das schnell siehst und dann darauf auch reagieren kannst.
Eine super gute Sache an der App ist, dass man die Anfragen, die gestellt werden, direkt sieht und entweder zusagen oder absagen kann, auch tauschen kann, wenn das eben aktiviert ist. Und das bedeutet, wenn ich in die App gehe, dann sehe ich direkt auf der Startseite, okay, ich habe hier jetzt eine Anfrage. Ich habe mich in dem Fall jetzt gerade selber angefragt, um das euch zu zeigen. Und dann kann ich einfach entscheiden, okay, jetzt sage ich zu, sage ich ab. Und das ist super hilfreich für Planer oder Leute, die andere anfragen, wenn man da eben schnell drauf reagiert und es geht über der App eben gut. Dann kann ich nämlich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gottesdienst plane und da ganz viele Leute anfrage, über Churchtools die Anfragen machen, dann steht der Name jeweils mit Fragezeichen drin und jeder sieht, da ist schon jemand angefragt. Und dann kann derjenige, der angefragt wurde, in der App eben hier zu oder absagen. Ich sage jetzt mal zu. Und dann wird mein Name jetzt von rot mit Fragezeichen auf blau umgestellt. Es ist erkennbar, hey, der hat zugesagt und ich stehe auch im Ablauf jetzt dann drin, dass ich da zugesagt habe. Und wenn man so Anfragen organisieren kann, dann ist es super hilfreich und geht auch echt schnell. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Absolut cool in der App. Ihr habt immer einen aktuellen Ablauf dabei. Ihr könnt Personen kontaktieren. Ganz einfach. Ihr könnt chatten in Gruppen und mit Events. Und wenn irgendwas in der App eben nicht funktioniert, weil es das da noch nicht gibt und es nur in der Web-Version zugänglich ist, dann einfach über die Einstellungen in der App auf Churchtools Web und dann seid ihr schon da. Auch das ist eine Erleichterung. Ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter und macht euch auch ein bisschen Lust drauf, die App noch mehr zu verwenden und sie einzusetzen. Das erleichtert vieles und ist umso cooler, umso mehr Leute das auch nutzen.